ist also mittlerweile in Deutschland angekommen. Es ist echt nicht mehr so warm. Wir haben jetzt knappe 15 Grad, deswegen auch komplette Montur. Aber die letzten Sonnenstrahlen und auch natürlich das gute Wetter nutzen wir einfach nochmal aus, um ein paar Aufnahmen vom Bike zu machen. Ich habe mir auch schon einen Spot rausgesucht, wo wir hinfahren können. Da müsst ihr einfach mal schauen, ob das so passt. Die Jungs da drüben grillen noch schön, also die nutzen auch das Wetter. Jetzt gucken wir jetzt einfach mal, ob der Spot ganz gut ist. Jetzt ist die Sonne so langsam verschwunden. Ich hoffe natürlich, dass sie wieder zurückkommt, aber die Wolke da sieht nicht so vielversprechend aus. Aber gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so eine Idee im Kopf habe, was man jetzt aufnehmen könnte, dann bin ich ja einfach Feuer und Flamme für. Und dann probiere ich es auch immer so lange, bis es auch irgendwann wirklich hingehauen hat. Und da kann eigentlich nicht dazwischen kommen. Ah, guten Tag. Ein Blitzer. Und auf dem Weg zum Spot habe ich natürlich eine Route extra rausgesucht, die sich auch sehen lassen kann. Hier mit diesem wunderschönen Springbrunnen Mitte des Kreisels. Irgendwie quietschen meine Bremsen jetzt schon, ne? Naja, müssen wir mal einbremsen. Im Herbst habe ich das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es hier so schön aussieht. Da wären wir eigentlich auch schon an dem Spot, an dem ich hin wollte. Nur ohne Blätter und sowas sieht das alles gar nicht mehr so nice aus. Und ja, es ist halt auch echt nicht so cool aktuell, ne? Dann habe ich aber eine andere Idee, wo wir hinfahren. Das sollte aber relativ schnell sein, dass wir da sind. Also fahren wir uns einfach wieder ein Stückchen zurück und gucken mal, ob der andere Spot deutlich besser ist. Ich habe mir sowas schon fast gedacht, aber ja. Probieren geht ja über Studieren. Aber ja, wir mussten es einfach mal testen, vielleicht wäre das ja was gewesen. Ah, das ist so ein kleines Teil, was in Monaco mal umgekippt ist. Das sieht aber auch schon verdammt gut aus. Das ist vielversprechend. Der Spot könnte jetzt wirklich vielversprechend sein. Ich muss mich auch korrigieren. Jetzt nach dem Shooten direkt in der Sonne wird es echt verdammt warm, also es ist wirklich angenehm gerade draußen. Ich kann es auch echt gut verstehen, dass die ganzen Leute hier spazieren gehen. Und es hat sich nochmal wirklich gelohnt. Dann sollten wir jetzt nur darauf hoffen, dass das Wetter weiterhin so gut ist, beziehungsweise dass es schnell wieder besser wird. Aber natürlich steht jetzt erstmal der Winter an. Aber ich denke mal, da kann man bestimmt auch was machen. Also da gibt es immer Möglichkeiten. Und mit dieser idyllischen Waldkulisse würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video.